وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Preise Allah dem Herrn der Welten und Segen und Frieden mit den Propheten und mit den Gefährten und mit denen, die der Rechtleitung folgen, allesamt. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dem Einzigen, der keinen Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd, des Weiteren. So begrüße ich auf der einen Seite, gemeinsam wie Sie alle, den Monat Ramadan, der in sich selbst Segen trägt und Hoffnung trägt auf diese Weise. Und betrachte auch zugleich mich selbst und meine Familie, so wie Sie das ja wahrscheinlich auch tun werden. Wie wird man auf die beste Weise Nutzen aus diesem Monat ziehen? Und hier gibt es sowohl, sagen wir, Chancen, wie auch bestimmte Einschränkungen. Das hängt nun aber sehr davon ab, wie Sie, sehr geschätzte Anwesende, den Monat Ramadan die vorigen Jahre genutzt haben. Ich sage offen, es gibt hier weder Gewinner noch Verlierer, sondern es gibt hier im Endeffekt nur Menschen, die sich richtig einzurichten wissen oder solche, die es nicht tun. Es ist wie mit dem Regen. Wenn ich raus muss in den Regen und ich habe keine geeignete Schutzkleidung, dann werde ich nass. Und auch wenn ich nass werde, ist die Frage, ob ich das nun positiv sehe oder mit einem Achselzucken abtun kann. Es gibt hier also keine allgemeine Haltung. Es gibt auch hier keine, sagen wir mal, Bestimmung, Beurteilung, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Ich gebe Ihnen das im folgenden Beispiel. Ohne dass ich das jetzt zu irgendeinem Maßstab machen möchte und ohne dass das jetzt irgendeinen Vorbildcharakter für Sie haben muss oder sollte, da ich selber keine Moschee in unmittelbarer Nähe habe, habe ich es häufig so gemacht, aufgrund der zeitlichen Enge in den letzten 2 Jahren insbesondere, dass ich so gut wie kaum zum Tarawih-Gebet gegangen bin. Insofern ist das Tarawih-Gebet für mich in den meisten Ramadan, sagen wir mal, Ereignissen der letzten Jahre nicht ein so formativer Punkt gewesen. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, das Tarawih mit meiner eigenen Familie zu Hause zu verrichten. Insofern stellt, das sage ich mal ganz hart, diese Ausnahmesituation für mich keine dar. Aber das ist meine Lage, das kann ich nicht verallgemeinern und will ich auch gar nicht. Es ist nur ein Beispiel. Eine andere Sache. Ich pflegte mich im Monat Ramadan viel mit Freunden und Bekannten zu treffen. Das fällt jetzt weg. Das ist zum Beispiel für mich eine Einschränkung, mit der ich aber auskommen muss. Eine weitere Sache. Damit man aus dem Monat wirklich einen großen Nutzen zieht, muss man ihn für innerliche, seelische, spirituelle Belange nutzbar machen. Und das Nutzbarmachen kann aus 2 Richtungen bestehen, im Endeffekt. Eine Sicht nach innen und eine Sicht nach außen. Das habe ich die letzten Jahre auch schon ungefähr so hinbekommen. Und ich zweifle nicht, dass mir das, so Gott will, mit seiner Hilfe, subhanahu wa ta'ala, gelingen wird und auch Ihnen, egal ob wir nun in einer Wohnung sind oder außerhalb einer Wohnung sind, je nachdem, wie unsere jeweiligen Bestimmungen von außen her aussehen. Aber, und das ist wichtig, es ist entscheidend, dass man dieses nach innen blicken und nach außen blicken richtig gestaltet. Beginnen wir einmal mit dem nach außen. Wir sehen in der Welt viele Erscheinungen und viele Dinge, die der Prophet alaihissalatu wassalam angekündigt hat. Das braucht mittlerweile kaum mehr einen gesonderten Hinweis. Ich tue es trotzdem, weil viele Dinge offensichtlich den Menschen entgehen. Viele der kleinen Zeichen machen sich bemerkbar, und zwar ganz, ganz deutlich. Und ich weise darauf hin, ein kleines Zeichen des jüngsten Tages muss nicht unbedingt auf Dauer anhalten. Es genügt, wenn es einmal auftritt, am besten weltweit oder eben weitestgehend, viel weiter als sonst üblich. Und es muss in seiner Art, und das ist typisch, entgegen der üblichen Regel der Schöpfung sein oder der üblichen Regel der Gesellschaft entgegenwirken. Oder es muss der Gewohnheit der Menschen, der natürlichen Gewohnheit der Tiere, der natürlichen Gewohnheit der Naturelemente zuwiderhandeln. Es ist eine entgegengesetzte Sache, die durch ihr Entgegengesetztsein so deutlich auffällt. Schauen Sie, was sind denn die Zeichen des jüngsten Tages anderes als eine Aussetzung der natürlichen Ordnung?
Wenn Sie darauf schauen und das einmal genau betrachten, dann sehen Sie auch sehr deutlich einen Mechanismus. Ich möchte an dieser Stelle auch eines deutlich sagen. Ich bin der Überzeugung, dass die Ereignisse, derer wir jetzt Zeuge werden, ganz egal, wodurch sie formal begründet sind, zum Teil mitverursacht sind durch die Maßlosigkeit der Menschen, die meinen, dass sie mit Natur, mit sich selbst, vor allen Dingen mit der Menschlichkeit umgehen können, wie sie wollen. Wenn es die Menschen am einen Ende der Welt nicht kratzt, trotz Globalisierung, dass andere Menschen in elendigster Situation dahin vegetieren und das über Jahre hinweg und man keine Lösung findet und man auch sich nicht aufgefordert fühlt, in der geringsten individuellen Art zu helfen, dann wird irgendwann die Strafe Allahs kommen. Dass das so ist, merken wir bei dem Hinweis auf die Zakat, die in sich selbst eine starke soziale Bedeutung hat, wo es eine Überlieferung gibt, wo es heißt, und wenn die Muslime, sinngemäß, und wenn die Muslime die Zakat verweigern, dann wird Allah sie mit einer gesonderten Strafe belegen. Die Zakat, wenn wir einmal betrachten, wozu sie da ist, ist vor allen Dingen für die Aufhebung sozialer Missstände da, wie Armut, Verschuldung und andere. Naja, und genau das ist das Problem. Wenn diese Zustände zunehmen, aufgrund von der Bequemlichkeit eines Teils der Menschheit zu Ungunsten eines anderen Teils der Menschheit, und wenn im Gegensatz zu früher das wirklich nun jeder weiß und jeder in Kauf nimmt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn irgendwann die Entscheidung Allahs kommt. Das ist die eine Seite. Die andere. Ich blicke nach außen und betrachte, wie Menschen in einer Krise handeln. Und es ist jetzt völlig gleichgültig, ob diese Krise mich persönlich betrifft oder nicht. Sondern offensichtlich ist ja ein Aspekt der Krise allgemein geworden. Es gibt so gut wie kein Land meines Wissens nach, oder vielleicht auch wirklich kein Land, ich bin mir nicht sicher, das nicht durch irgendwelche Einschränkungen durch die derzeitige Virusangelegenheit betroffen ist. Und wiederum spielt es gar keine Rolle, wie man diesen Virus jetzt betrachtet. Entscheidend ist, dass die Amtlichen und die Regierungsstellen eine Interpretation der Situation haben, das ist ganz klar, und nach ihrem Maße handeln. Und dieses Handeln setzt Grundrechte außer Kraft. Dass das in manchen Fällen hinzunehmen ist und in manchen Fällen, was die Verfassungsrechtler selber sagen, schon nicht mehr verfassungsrechtlich gedeckt ist, zeigt uns, wohin hier und da der Trend geht. Aber ich betrachte jetzt als ein Fastender aus dem Monat Ramadan diese Welt. Und das, was ich an dieser Welt nicht verstehe, nehme ich in eine Seite der Waagschale. Und das, was ich von der Welt verstehe, in eine andere Seite der Waagschale. Verstehen Sie mich recht? Niemand versteht alles in dieser Welt. Und das, was ich verstehe von dieser Welt, das beurteile ich. Und das, was ich nicht verstehe von dieser Welt, das betrachte ich von außen her, so wie ich es eben verstehen kann. Im Wissen, ganz verstehen tue ich es nicht. Und es gibt vieles etwa im Menschen, was ich nicht verstehe. Und am Ende sage ich, was von diesen beiden Seiten der Waage muss ich denn beurteilen? Wozu bin ich denn moralisch verpflichtet? Denn, und das ist jetzt mein wichtigster Punkt zu diesem Außen, wir müssen uns schützen, dass wir mit dem moralischen Zeigefinger irgendwohin zeigen und wir sind selber moralisch schuld. Denn der Ramadan ist dazu da, sich von Schuld zu befreien. Allah Ta'ala, so hoffen wir, vergibt unsere Sünden. Wie soll denn das sein, wenn wir uns von Schuld nicht zumindest befreien wollen? Wie kann das sein, dass ich sage, ich will fröhlich weiter sündigen und anschließend sage ich, Allah, vergib mir das? Das ist ja mehr als Heuchelei, wenn ich nicht gerade dumm bin. Das, woran wir einen Anteil haben, müssen wir bereuen und müssen schauen, dass wir den Anteil daran so weit wie möglich reduzieren oder aussetzen. Und dann bitten wir Allah um Vergebung dafür. Und dann blicken wir nach innen. Und bei der Innenseite geht es um zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist das Außen im Moment ein Trubel, von dem wir auf gewisse Weise abgeschnitten sind. Das mag sogar ein Segen sein. Warum? Wenn ich immer wieder in Interaktion mit der Außenwelt trete, dann bin ich auch immer wieder logischerweise schuld an verschiedenen Dingen. Ich kann meine Mitschuld nicht leugnen. Ich bin ein Teil dieses Systems. In dem Moment, wo ich quasi aus dem System herausgenommen werde, bietet sich mir eine Chance. Davon hatte ich eingangs gesprochen. Ich sehe die Chance anders als andere.
Nicht, dass ich fröhlich im Inneren rumwurschteln kann, sondern dass ich zum ersten Mal sagen kann, ich bin in diesem Moment nicht mehr zwingend ein Teil des Problems. Nicht mehr zwingend, sondern nur noch freiwillig. Ich muss nicht. Ich bin zu Hause. Und jetzt kommt der Monat Ramadan mit ganz eigenen Erfordernissen und Dingen. Das beginnt damit, dass der Tagesablauf anders sein muss und auch sein kann. Es beginnt damit, dass wir uns zum Beispiel von manchen Dingen sehr bewusst verabschieden, wie zum Beispiel das Essen und Trinken während des Tages. Es bedeutet nicht nur, dass man eine andere Zeit hat, sondern dass wir jetzt zwingend, vor allen Dingen, wenn wir zu Hause sind, diese Zeit auch ganz anders nutzen können und müssen. Wie viele Anteile des Tages will ich aus dem Koran rezitieren? Wie viele Anteile des Tages will ich freiwillige Gebete machen? Wie viele Teile des Tages möchte ich mich mit meiner Familie unterhalten? Wie viele Teile des Tages möchte ich, das hat sich mittlerweile als sehr wichtig herausgestellt, in Korrespondenz mit Freunden, muslimischen Bekannten und so weiter treten? Denn das könnte uns, Stichwort Social Networks, auch völlig lahmlegen. Ja, das ist eine Gefahr für sich, wie viel Zeit man dafür verwendet. Sogar jemand wie ich, der normalerweise kaum da tätig ist, weil sich alles jetzt darauf konzentriert. Und Sie merken jetzt, worauf es rausgeht. Wir erzählen immer sehr viel, was wir tun wollen, aber die Realitäten des Alltags setzen häufig unsere Pläne außer Kraft. Warum? Weil wir sie nicht richtig eingeschätzt haben. Nochmal. Wir haben mittlerweile, Alhamdulillah, Erfahrung, wie viel Zeit uns mit bestimmten Tätigkeiten entgeht oder wie viel Zeit wir investieren müssen, wenn wir diese Dinge einhalten wollen. Heißt, wenn ich zum Beispiel ohnehin viel mit Social Networks zu tun habe und meine, dass das Maß reicht, werde ich nur wenig hinzugeben. Dann werde ich naturgemäß manche Freunde und Bekannte um Verzeihung bitten, wenn ich außerdem festgrüße, mich nicht groß darüber umtue. Einfach weil sonst die Zeit für alles andere wegfällt. Ich kann nicht gleichzeitig den Koran rezitieren und 30 Stunden im Social Net sein. Das ist einfach nicht drin, nicht machbar. Der zweite Punkt. Wenn wir eine Arbeit haben, die wir von zu Hause aus während des Monats Ramadan tun müssen, Homeworking, sage ich normal, und bei mir trifft das sehr stark ein, heißt das nicht, dass ich, weil ich zu Hause sitze und weil ich faste, auf einmal keine Arbeit mehr hätte. Wenn das so ist, dann muss man diese Anteile, die wir brauchen, als realen Zeitverlust mit hineinrechnen in den Tagesablauf und schauen, wie kann ich die Zeit außerdem nutzen. Sie meinen vielleicht, das mag nicht zu so viel sein, wenn es 2, 3 Stunden sind. Na, wenn es die 2, 3 Stunden sind zu ganz bestimmten Zeiten, dann schafft es uns. Dann setzt es uns außer Kraft. Noch einmal im Ganzen. Wie sollte man einen solchen Plan am besten angehen, um das Ganze endlich einmal sinnhaft und spirituell füllen zu können? Das Nachdenken, wie der Koran sagt, über die Welt, außen, innen, sollte ein Teil sein. Ob das eine Muhasabah wird oder eine Muraqabah, bleibt bei Ihnen. Zweitens, sinnvolle Tätigkeiten. Wenn Sie Dinge tun wie Schriften verfassen, wenn Sie Dinge tun wie zum Beispiel in Unterrichten unterwegs sein, lernen, sich weiterbilden, wenn Sie in Dingen unterwegs sind, sich mehr mit dem ehrenwerten Koran zu beschäftigen. Mittlerweile gibt es auch Online-Angebote, wenn Sie das wollen. Aber es darf nicht außer Acht bleiben, dass man sich auch körperlich und direkt damit beschäftigt. Gottesgedenken, Rezitation, Wirt, alles, was da reinkommt. Aber sehen Sie, das sind viele Begriffe und jeder dieser Begriffe steht eigentlich schon synonym mit einer Zeitdauer, die nicht unter einer halben Stunde ist, wenn nicht gar eine Stunde. Jetzt frage ich Sie, wie viele Stunden des Tages sind Sie denn aufmerksam? Und die Aufmerksamkeit ist das Wichtigste in diesem Punkt. Allah subhanahu wa ta'ala fordert von den Menschen Shu'ur, ein Bewusstsein. Das ist mehr als nur gerade mal aufzupassen, was da gesagt wird. Es bedeutet, sich hineinzuversetzen, zu beginnen, zu begreifen, auf eine zum Teil auch nicht intellektuelle Art und Weise, eine innerliche, seelische, spirituelle, emotionale Art und Weise zu verstehen. Das braucht aber eine bestimmte Haltung. Diese Haltung kann man im Monat Ramadan gewinnen. Je nachdem, was Sie aus verschiedenen Gründen tun können und je nachdem, mit welchen Menschen Sie jetzt auch weitestgehend zusammen sind, auch das ist ja ein wichtiger Faktor, ergeben sich jetzt bestimmte Herausforderungen und bestimmte Möglichkeiten. Setzen Sie einmal sich hin und ziehen Sie von Ihrer scheinbaren Gesamtzeit des Tages und des Nachts, auch das würde ich getrennt untersuchen, alles ab, was jetzt abfällt. Und das muss man darum machen,
weil wir kaum Alternativen mehr haben. Das ist jetzt das Neue an der Situation. Wenn früher meine Alternative aussah, ja, dann gehe ich eben einen Freund besuchen, dann fällt das jetzt eben weitestgehend weg. Wenn ich sagte, ich gehe früher zum Beispiel zu einem gemeinsamen Essen und einem Iftar mit Bekannten oder in einer Moschee, dann fällt das jetzt weitestgehend weg. Das muss ich beachten. Und das ist nicht nur das Ereignis selbst, es ist auch die Zeit, die damit vergeht. Stichwort, wenn ich nach außen zu einem externen Iftar gegangen bin, dann hat das doch locker 3 Stunden gedauert, auch wenn der Iftar selber nur eine halbe oder vielleicht 40 Minuten dauert. Halbe Stunde oder 40 Minuten. Denn das Hinkommen, das Zurückkommen, das, was auf dem Weg passiert, die Gespräche, die wir unterwegs haben, ist ja auch Zeit. Das ist falsch berechnet, wenn man meint, so jetzt hat man so viel Zeit mehr, sondern man hat andere Zeit. Die Qualität der Zeit und die Qualität des Ortes wird in vielen Überlieferungen geschildert. Nicht jeder Ort ist wie jeder Ort, nicht jede Zeit wie jede Zeit, heißt es da. Aber die Nacht ist immerhin jetzt schon lang genug, dass man, je nach welchem Kalender man vorgeht, man genug Zeit hat für alle wichtigen Tätigkeiten, die in der Nacht stattfinden müssen. Es muss nur richtig organisiert sein. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Abschlusspunkt. Worin sollten denn die spirituellen Aspekte bestehen? Ich würde es so sagen, je nachdem, ob Sie den arabischen Text des Korans verstehen oder nicht, wird sich das jetzt unterschiedlich gestalten. Verstehen Sie den Text, während Sie rezitieren, dann rezitieren Sie auf eine spezielle Weise, indem Sie immer nur einen kurzen Abschnitt, 5, maximal 10 Vers rezitieren, dann innehalten und einmal wirklich darüber nachdenken, was Sie gerade gelesen haben. Dann kann man, wenn möglich, sich Kommentare dazu anschauen. Dann kann man ins Innere gehen und das mit der Jetztzeit vergleichen. Ich habe oft schon erstaunliche Übereinstimmungen gefunden, an die ich vorher nicht im Traum gedacht hatte. Wenn Sie des Arabischen nicht mächtig sind, dann nehmen Sie sich am besten eine Reihe von Übersetzungen, ob das jetzt online ist oder nicht, und recherchieren Sie, was bedeutet das genau, was Sie jetzt gesagt haben. Sie werden bestimmte Worte als herausragend kennenlernen. Sie werden bestimmte Zusammenhänge erkennen, die Ihnen vielleicht vorher untergegangen sind, weil Sie nur einen Klang hörten und nicht den Hintergrund hatten und so weiter. Und ansonsten sich auch mit dem Inhalt beschäftigen. Ich rufe dazu auf, beschäftigen Sie sich mit dem Inhalt, insbesondere in den Suren, die ganz extrem mit der Endzeit zu tun haben, wie etwa der Surat al-Kahf, aber nicht nur diese, und die sich beschäftigen mit der Art, wie die Völker emporgehoben wurden und erniedrigt wurden. Hier kommen Regeln heraus. Das, was der Koran die Sunnatullah nennt. Die Art und Weise, wie Allah mit der Schöpfung, den Geschöpfen, zu verfahren pflegt. Und das ist eine Regel, die bis heute gilt. Ich empfehle Ihnen eine Art des Dhikr, des Gedenkens, indem Sie nämlich Gottes Namen rezitieren. Am besten, dass Sie erstmal mit kleinen Zahlen anfangen, wie etwa 100. Und dass Sie sich selbst beobachten, was geschieht. Ja, das ist wirklich experimentell. Viele Menschen erzählen davon und tun es nie. 100-mal einen Gottesnamen zu rezitieren, entweder mit der Formel Ja oder ohne, wie zum Beispiel Ar-Rahman oder ähnliches, die Wiederholung macht es halt. Das ist ähnlich wie das Tasbih nach dem Pflichtgebet. Diese Rezitation bringt nach einer gewissen Weile etwas hervor in uns, weil der Name in sich selbst eine Wirkung hat. Diese Wirkung kann man auf den Einzelnen nicht vorhersagen, aber es ist wichtig. Die Wirkung der Gottesnamen auf den Menschen war früher eine wichtige Unterrichtungsart der Gelehrten. Und dementsprechend fand so mancher seinen Namen oder sagen wir einen Namen, der ihn in seiner Lebenssituation besonders angesprochen hat. Wenn Sie so eine Übung machen und das finden, dann ist das ein weiterer wichtiger Punkt, warum werde ich durch den Namen so und so des Schöpfers in diesem Moment so berührt. Das kann nur dadurch geschehen, dass eine besondere Beziehung in diesem Moment stattfindet. Entweder, dass eine bestimmte Eigenart zu wenig da ist, so wie ein durstender Körper Medizin braucht, oder die andere Möglichkeit, dass hier ein Übervoll ist und das sich in einer Art Annahme äußert, wie dem auch immer sei. Ich will das auch gar nicht beurteilen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Es ist nur ein Hinweis von mir, wie man ein Wirt nutzen kann. Eine weitere Technik des Wirt, der Rezitation, besteht darin, dass man eine Aja nimmt, manchmal auch ein bestimmtes prophetisches Dua, welches
einen sehr gut zu unserer Lage passenden Inhalt hat. Etwa ein Dua um Vergebung während des Monats Ramadan. Und das in einer bestimmten Anzahl rezitiert, je nachdem, wie es einem leicht fällt. Oder für eine bestimmte Zeit, etwa eine halbe Stunde. Wenn man das tut, wird sich ebenfalls etwas eröffnen. Wir nannten das früher die Eröffnung, die Futuhat. Das ist eine Eigenart, das betrifft nicht nur die Mystiker, das haben alle Gelehrten gemacht, die dazu dient, dass das Herz des Menschen ermahnt wird. Und das ist zu Anfang so und das ist zu Ende so. Also, der Tradition gemäß wird man einem neugeborenen Kind in das linke Ohr den Iqama, in das rechte Ohr den Adhan hineinflüstern. Warum denn? Der Verstand des Kindes ist noch nicht entwickelt und versteht das nicht. Aber die Seele des Kindes ist alt und versteht es. Und genau dasselbe geschieht bei einer Rezitation. Unser Verstand mag sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt mit diesem Gottesnamen soll. Die Seele wird schon wissen, was sie damit braucht, wenn sie eine Antwort gibt. Da kommen viele Überraschungen zutage. Und das ist etwas, was ich die Entdeckungsreisen der Namen und der Verse Allahs nenne. Das ist etwas, was ich Ihnen als einen ersten Schritt hier in diesem Monat sehr empfehle. Das nächste, aufmerksam zu sein bezüglich dessen, was Sie tun. Wie verhalten wir uns unserer Familie gegenüber, den Menschen, die wir lieben, die wir schätzen, für die wir verantwortlich sind? Was tun wir mit den Dingen, die wir als Verantwortlichkeit, als Amana, als eine Verpflichtung übernommen haben und so weiter. Und ich sage an dieser Stelle, die Betrachtung wird vielleicht nicht immer positiv sein, aber eine ehrliche Betrachtung ist die erste Voraussetzung für Allahs Hilfe. Wenn ich bisher eine Verpflichtung nicht habe wahrnehmen können, wie es eigentlich besser gewesen wäre, und wenn ich das bedauere und versuche, eine Lösung zu finden, dann wird mir Allah eine Lösung geben. Da bin ich absolut sicher. Denn es heißt im Koran, dann macht er ihnen Makhraja, einen Ausweg. Und das gilt auch für unsere gesamte Lage, verstehen Sie? Wenn ich sage, manche Leute begeben sich einfach nach Hause und schweigen oder dulden einfach alles und schweigen. Ich dulde es innerlich nicht. Ich akzeptiere es aufgrund der staatlichen Gewalt. Ich akzeptiere es aufgrund mancher Dinge, die ich als medizinische Notwendigkeit vielleicht hier und da erkenne. Aber nicht mit allem muss ich mich zufrieden geben. Ich muss es nur einhalten per Gesetz. Aber ich muss mich innerlich nicht damit einverstanden erklären. Und das ist ganz wichtig, eine eigene Position zu finden, die begründbar ist, wie wir uns verhalten als Muslime in einer Stadt, in einem Land. Weiter will ich erstmal gar nicht gehen. Und dann schauen Sie auf die Kreise. Das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte. Wie Al-Ghazali es einmal gesagt hat, ein jeder Mensch hat Kreise um sich. Mancher ist nur für sich selbst verantwortlich, mancher hat eine Familie, ist dafür verantwortlich. Mancher hat Verwandte, die er miternährt, da ist er auch verantwortlich. Mancher ist ein Wissensgeber oder ein Unterrichtender, der ist für weitere verantwortlich. Mancher ein Arbeitgeber ist weit verantwortlich. Mancher ein Machthaber, der ist noch weiter verantwortlich. Und so sehen Sie, je nachdem, welche Rollen Sie eingenommen haben bisher, so sind sie jetzt verantwortlich. Sie können die Leute nicht einfach lassen, nur weil sie nicht so einfach in Kontakt treten können. Diese Verantwortlichkeiten und diese Kreise müssen in ihrer Sinnhaftigkeit betrachtet und wieder verstärkt werden, wenn sie das als richtig erachten. Und wenn sie in Beziehungen waren, die sie nicht als günstig betrachteten oder als sinnlos, dann wäre das ein Zeitpunkt, diese Beziehungen zu beenden. Wenn ich also zum Beispiel in sinnlosen Gesprächen mit irgendwelchen Leuten verknüpft war, dann ist es ein Grund, diese Gespräche jetzt nicht fortzusetzen. Ich bin ja auch nicht gezwungen, das zu tun. Es ist immer eine wichtige Entscheidung. Was ist einem wert, dafür Zeit und Mühe und Lebenskraft zu opfern und was nicht? Auch dazu wird uns dieser Ramadan speziell mehr als alle anderen aufrufen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك، السلام عليكم، عبد الرحمن، سلامك اللي بتعلمه، آمين يا بسندك شيخ إن شاء الله.